So, es geht mal wieder weiter bei Gothic 3 Götterdämmerung. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt, meine Freunde, fast verquasselt. Wir haben ordentlich viele Dinge zusammen, sehe ich gerade. Und sogar einige wertvolle, wie ich hier sehe. Interessant. Gut, wir machen eine Schnellreise nach Ardea. Wir haben im letzten Video herausgefunden, dass der hier die Späher hat. Und ich denke mal, dass wir einfach Bericht erstatten müssen, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, er hat ja einfach nur gesagt, dass wir herausfinden sollen, ob sich hier Späher befinden. Er hat ja nicht direkt gesagt, dass wir sie befreien sollen. Mal wieder unnötige Spielstrecken. Kurz zur Erklärung, Spielstrecken durch... Du wieder? Für einen Krieger bist du ziemlich reich. Du verdienst wohl gut am Krieg, was? Ah, du bist zurück. Hä? Ich habe ein ganz besonderes Artefakt für dich im Angebot. Hättest du daran Interesse? Okay, ich gehe dann mal. Was zum Teufel? Null Gold. Warum null Gold? Warum null Gold? Muss man nicht verstehen. Weg mit der Waffe, hau Ja, raus! ja, ja. Wir brauchen unbedingt mal einen Jäger oder sowas. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, warum nicht mal ein Jäger? Ich meine, wir haben mittlerweile 40 Erfahrungspunkte. Und es werden ja auch kontinuierlich mehr. Also, wie gesagt, eine Stärke lohnt sich mittlerweile kaum noch. Wir haben ein ordentliches Schwert. Da müssen wir erstmal nichts mehr dran verbessern. Macht eigentlich relativ wenig Sinn, noch großartig in Stärke zu setzen, muss ich sagen. Deshalb lassen wir das auch erstmal. Da wieder die Urviecher. Da machen wir jetzt mal einen Bogen drumrum. So, wir werden jetzt erstmal in Vanguard nach einem Jäger oder sowas suchen. Ich denke mal, sowas wird es da irgendwo geben. Oh, was ist das denn hier? Drachenwurzel. Nehme ich auch gerne mit. Ein Oger. Kriegst mich nicht. Ne, wir haben zu wenig Pfeile. Mit dem können wir es noch nicht aufnehmen, leider. Ah, okay, wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen einen Dieb und einen Jäger. Jedes Mal hier vor Vanguard leckt es. Ich denke mal, hier werden dann die ganzen Charaktere in der Stadt nachgeladen oder sowas. Aber ich muss schon sagen, dass der Wassergang im Meer sieht cool aus. Wir gehen mal runter. Ja, das hat schon was. Da bin ich ganz ehrlich. Aber okay. Wir gehen hier hoch. Da haben wir ja schon die Stadt. Ist ja an sich nichts Neues. Wie gesagt, ich hoffe, wir finden hier einen Trainer für Jagdgeschick. Hey ho, Wache. Bürger, Bürger, Ein Jäger. warmes Feuer ist doch was Feines. Ja. Hast du nichts zu tun? Doch, ich suche einen Jäger. Oh, der hat ordentlich viel Gold. Das gefällt mir. Ja, gleich hat er kein Gold mehr, sehe ich gerade. Aus diesem Schwert behalten wir Katana auch. Nee. Okay. Noch ist alles, das geht nicht mehr. Ja. Ja. Genau 35.000. Flammenschwert. Klingenschaden 100. Plus 10 sind also 110 Klingenschaden. Kostet aber auch ordentlich viel. 110 Klingenschaden. 160 Klingenschaden. Ich bin doch nicht bescheuert.
Naja, aber gerade mal eben gut Gold gemacht. Ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Sachen her haben. Naja, kann es ja auch egal sein. Stör mich nicht. Ja. Ich will einfach nur ein bisschen was übers Jagen lernen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ganz meine Meinung. Weizensäcke. Erstmal Pause machen. Genau. Erstmal Pause machen. Nein, nichts. Ich habe nichts gegen Leute mit Akzent. In Metro 2033, das ich übrigens auch auf jeden Fall Let's Playen werde, da haben die Leute auch Akzent. Das finde ich sogar richtig cool. Aber dazu dann im Let's Play mehr. Der hat viel Gold. Das gefällt mir schon mal. Hey, den Kram brauchen wir eigentlich nicht. Schmieden werden wir auch nicht. Ach, Moment. Nee, wenn wir sowieso gerade mal einen Händler haben mit richtig viel Gold. Wir hatten ja doch noch irgendwas. Das konnte noch weg, genau. Rüstungsmäßig hat er gar nichts. Alles klar. Paladin. Also billige Aussagen. Nee. Muss jetzt gerade auch nicht sein. Was ist das denn für eine Tür? Achso, hier waren die Waffen alle drin, die wir geklaut haben. Ich erinnere mich. Ja, hier wird doch wohl irgendwo ein Jäger sein. Weizensäcke. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Nichts zu tun? Das gibt doch nur. Doch, ich suche einen Jäger, aber hier ist ja keiner. Hier waren wir schon mal drin, das kenne ich schon. Kümmer dich besser um deinen Kram. Hinterrücks bestohlen. Zu schwer. Ja, aber es gibt keine Leute, die mir das beibringen können. Das ist mein aktuelles Problem, lieber Held. Was ist das denn hier? Achso, eine Metalltruhe. Nee, da können wir noch nichts mitmachen. Vielleicht hier irgendwo. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Du? Stör mich nicht. Nein. Was haben wir hier? Oh. Hackbeil hat einen ordentlichen Wert. Dankeschön. Okay. Interessant, dass sowas hier einfach in der Truhe liegt, die wir sogar so öffnen können. Warum konnten wir die jetzt öffnen? Das verstehe ich gerade noch nicht ganz. Aber ich denke mal, das werden wir später verstehen. Hatten wir schon, okay. War ich ja nicht ganz so unordentlich, wie ich dachte. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir einen Schmiedlehrer. Ist aber an sich auch nicht so interessant. Wie gesagt, Schmieden interessiert uns gar nicht. Gab es in Sylden jemanden? Interessant. Das war so eine. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ach, Moment. Jo. Mal alchemistisch bitte. Oder habt ihr sowas hier nicht? Sieht nicht so aus. Nee, gut, dann gehen wir erstmal zu Roba. Also, ach, Roba sag ich schon. Oh mein Gott, zu Lee natürlich. Roba, ich bin nur in Gothic 3 stecken geblieben. Verzeiht mir. Meine Güte. Kümmer dich besser um deinen Kram. Hast du wieder Gold? Nee. Ja, ich würde das Hackbeil jetzt gerne loswerden. Also man kriegt auf jeden Fall leichter Gold als in Gothic 3. So viel steht schon mal fest. Immer noch die Roba-Statuen hier am Stehen. Halt! Kein Schritt weiter. Die Informanten lagen richtig. Deine Speer werden von Ebold gefangen gehalten.
Gute Arbeit. Ja, die wieder ein Level up hilft uns nur nicht so viel. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Speer befreien. Warum? Wir können die Orks leicht vernichten. Lee glaubt, dass Gewalt nicht immer die beste Lösung ist. So ein kleiner Vorfall könnte einen Krieg auslösen. Wenn es also einen friedlichen Weg gibt, möchte Lee, dass das Problem auf diese Weise gelöst wird. Lee ist ganz schön zahm geworden, aber gut, erledigen wir die Sache auf seine Weise. Myrtana stehen große Veränderungen bevor. Wir sind bereit dafür. Nein! Wir müssen die wahrscheinlich wirklich nach Vengard. Vengard? Ja, nach Vengard bringen. Unfassbar. Das Spiel ist wirklich, ja, ziemlich streckend, wenn es um die Quests geht. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr nicht, was ich genau damit meine. Ja, ein Spiel hat eine grundlegende Spielzeit, meiner Meinung nach. Diese Spielzeit besteht aus drei großen Dingen. Dialoge, ganz wichtig, Videosequenzen und Haupthandlung. Gestreckt wird so ein Spiel. Kannst du mir was beibringen? Nein, du, nein, 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 nein. Aha. Dazu bist du noch nicht bereit. Aha. Eins, zwei, drei, vier. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Weiter so. Weiter so. Danke, jetzt weiß ich natürlich genau, was man da machen muss. Gold hat er relativ wenig, aber ich denke mal, da werden wir auch ein bisschen was los. Na, ich bin auch vorsichtig, man weiß nie, was man später noch gebrauchen kann. So, hier war aber ein Alchemietisch, hier geradeaus, da bin ich mir relativ sicher. Ne, Kochtopf war das. Jetzt können wir natürlich alle Gebäude nochmal durchkämmen, weil wir jetzt die schweren Truhen öffnen können. 10.000 ist mir auch ein bisschen zu wenig. Alchemietische auch Mangelware hier in Myrtana. Ich will immer noch einen Jäger finden. Jetzt besser. Ja, ich bin ja gerade gewillt, mir eine Rüstung zuzulegen. Wir haben jetzt relativ viel Gold. Könnten wir die Pfeile mitnehmen? Ich würde mir eine Lederrüstung nehmen, um ehrlich zu sein. Das sind nur 1700. Tun wir die weg? Tun wir die weg? So, das können wir verkraften. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Schutz. So, sieht nicht wirklich schick aus, aber immerhin. Bürger, Hammler, handeln. Ach, der kann jetzt handeln. Na, super. Du bist doch ein Jäger, dann... Ach. Dann zeig mir doch, wie man jagt. Nein, den kennen wir schon. Lass mich. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich hab zu. Ey, in Sylden gibt's keinen, der uns was beibringen kann. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Nee, nee, nee. Okay, zurück nach Ardea und von Ardea? Zurück nach Kapdun. Wir müssen ein paar Speer befreien. Heftig, 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 wie schnell die Zeit rumgeht. Schon wieder 15 Minuten aufgenommen. So. Lass mich in Ruhe. Ah. Hier vielleicht jemand, der uns was beibringen kann? Gar nichts. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Störe mich nicht. Warum gucke ich überhaupt nach? Die Wahrscheinlichkeit, dass mir hier wirklich jemand was beibringen kann, ist doch eh verdammt gering. Pff.
vielleicht hier hinten, vielleicht sind es hier Jäger-Orks. Nee, alles Namenlose. Nee, keine Ahnung, wo ein Jäger drin, wo ein Jäger ist, der uns was beibringen kann. Gibt es allen Anschein nach nicht. Wie sieht's mit unserem Baum aus? Ja, das können wir halt. Schwere Schlösser knacken. Haben immer noch ordentlich Lernpunkte über. Was willst du, Mora? Die wir so an sich hier auch nicht mehr so dringend brauchen. Mach dich nützlich, Mora. Naja, befreien wir die Rebellen. Beziehungsweise, die Rebellen, ich bin nur noch in Gothic 3. Befreien wir die Späher. Du schon wieder! Ich möchte, dass du deine Gefangenen freilässt. Du hältst dich wohl für einen Komiker, was, Mora? Glaubst du wirklich, ich lasse meine Gefangenen gehen, nur weil du mich darum bittest? Ich bin ein Krieger, so wie du. Also lass uns offen miteinander reden. Ich dachte, du wärst schlauer als die anderen Orkwachen. Dir sollte doch wohl klar sein, dass ein paar Späher keine Gefahr darstellen. Oder musst du da erst wen anders um Rat fragen? Ich? Pass auf, Lys Paladine könnten dieses Lager in 0, nichts in Schutt und Asche legen. Willst du wirklich das Lager nur wegen ein paar läppischer Späher aufs Spiel setzen? Na gut, du kannst sie mitnehmen. Aber lass dich hier nicht mehr blicken, du gehst mir auf die Nerven. Danke, du wirst wirklich schlauer als die anderen Wachen. Ja. Ich. So, kommt mit, meine drei nervigen Typen. Mit dem müssen wir jetzt quer durch die Welt laufen. Ich überlege gerade, sollen wir so laufen? Wir laufen den Weg, den ich denke. Ich will mit denen nicht quer durch die Wildnis laufen. Deshalb. Waffen haben die nämlich auch nicht wirklich. Wir machen jetzt einen Quicksave und einen richtigen Speicherstand, weil ich keine Lust habe, dass die nachher gleich verschwunden sind und wir dann, keine Ahnung, einen Asper-uralten Speicherstand laden müssen. Steht hier auch Vanguard. Ardea. Das stimmt aber nicht, da will ich nicht hin. Was ist das hier denn für eine Straße? Wer hat die denn gebaut? Welche Kutsche soll hier bitte hochkommen? Also, welcher Karren? Was ist denn für einer? Theo? Theo? Hallo. Ah, ein Schwert. Hol das Ding bloß nicht raus. Was ist denn mit dir los? Ich habe eine scheiß Angst vor allem, was scharf ist. Und mir gefällt es gar nicht, wie dein Schwert da rumbaumelt. Theo gefällt mir. Was machst du hier? Ich versuche mich aus dem Staub zu machen. Mit meiner Angst tauge ich nicht als Soldat. Aber jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist, wollen die Ork-Anführer, dass ich wieder zum Dienst antrete. Beweg dich doch nicht so viel. Und wo willst du hin? Ich will zur Sumpfkrauthütte an der Küste, bei Kap Dun. Kannst du mich vielleicht dahin bringen? Ich gebe dir dafür auch den Schlüssel für meine Truhe. Da sind all meine Schwerter und Speere drin. Ich brauche sie nicht mehr. Verstehe, folge mir. Okay, wir gehen doch einen anderen Weg. Wo ist denn deine Truhe, Theo? Naja, das wird uns hoffentlich gleich sagen. Dann gehen wir doch einen anderen Weg, Leute. Ist kein Problem, dann laufen wir über Ardea nach Vanguard. Den Weg kennen wir ja auch schon, den wir auch schon ein paar tausend Mal gelaufen. Vier Leute im Schlepptau, ey. Wir haben es auch nicht mehr alle. Also wenn jetzt irgendwas schief geht... Ach cool, das... Der Weizen biegt sich sogar um uns herum. Wenn jetzt was schief läuft, darf ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Also ich meine, wegen mir haben wir jetzt sogar noch einen mehr im Schlepptau. Da haben wir schon Ardea da vorne. Da ist der aus, der Leuchtturm. Wirkt ja alles sogar ganz friedlich. Besser geht's doch nicht. Und da vorne ist schon die Hütte. Sehr schön.
Das heißt, Theo, wären wir jetzt schon los, wenn alles gut läuft? Hä? Aber Theo, hier sind doch... Orks. Hier wollte Theo hin. Hä? Das ist doch die Sumpfkraushütte, oder? Speer. Speer, Speer. Theo. Hä, hey, was meinst du denn für eine Hütte? Verschwinde. Das ist meine Meinung dazu. Bin ich jetzt gerade ein bisschen blöd? Und tschüss. Unter Kapdun. Hat der nicht Adia gesagt? Ach Gott, ich hasse diese Stelle. Hier kann man nur hochgehen. Ihr seht schon, ich sprinte gerade und der geht hier einfach hoch. Naja. Kapdun, ja, das ist ja ganz was anderes. Das ist ja da hinten. In der ganz anderen Richtung. Nee, nee, da tue ich mir jetzt aber nicht an. Montera, Kapdun. Man könnte auch auf dem Schild schreiben, alle Ziele. Oh, da sind Goblins. Für unsere unbewaffneten Paladin wahrscheinlich nicht so die gute Wahl. Wir müssen sowieso aufpassen, dass wir ein bisschen den Gegnern aus dem Weg gehen. Irgendwo hier versteht sich auch noch der Goblin-Trupp mit Magier, das darf ich auch nicht vergessen. Das könnte dann doch ganz schön ungemütlich werden. Kapdun. Eins. Wo sind die anderen beiden? Zwei. Nummer drei, kommst du bitte? Leute, es ist jetzt so schwer, da hochzukommen. Zwei. Komm her. Ja, put, put, put. Drei. Sehr schön. Da werden wir in Fallout New Vegas, das nach dem Fallout 3 Let's Play startet, mal sehen, was eine richtig gute Verfolger-KI ist. Die beste Verfolger-KI, die ich je gesehen habe in Fallout 3, in Fallout New Vegas, Entschuldigung. Also wirklich, Respekt, aber ihr werdet selber sehen, was ich meine. Aber gut, wir können jetzt immerhin schon mal die Schlösser knacken. Damit haben wir schon mal eine der zwei Sachen, die ich hauptsächlich noch skillen wollte, schon mal geschafft. Das ist eine gute Nachricht. Ja, das ist wirklich eine gute Nachricht. Heißt quasi noch Jagdgeschick ein bisschen hoch und ich bin ganz zufrieden. So, wir sind ja jetzt schon auf das Ziel geraten. Schön ist natürlich, wir haben hier schon den Ogre erledigt. Heißt, der macht kein Problem mehr. Die komischen neuen Gegnertypen sind ja auch nicht gerade die unbesiegbaren. Die zucken ja so leicht zurück, deshalb sind die ja ganz leicht zu besiegen eigentlich. Spiel, alles okay. Ein Bild pro Sekunde, ist das traurig.